Im Rahmen des dänischen Scale-Up-Programms finden für jedes teilnehmende Unternehmen sowohl Workshops bzw. Schulungen als auch Treffen statt, bei denen wir einen vollständigen Einblick erhalten, wie man beispielsweise eine Markteinführungsstrategie tatsächlich umsetzen kann. Es kann auch die Moderation von Ökosystemtreffen mit großen Unternehmen aus der jeweiligen Branche sein oder auch mit den Clusterorganisationen und allen Institutionen. Ein Vorteil ist vor allem das spezifische Training des teilnehmenden Unternehmens mit mindestens 180 Stunden Geschäftserfahrung, das wir ihnen vermitteln. Wir schulen sie innerhalb ihres Geschäftsfeldes. Wir können dazu beitragen, dass die Unternehmen auch innerhalb ihrer jeweiligen Branche wachsen. Dabei interessieren uns drei Felder. Wir schauen uns dabei den Bereich Nachhaltigkeit an, aber wir schauen auch, was man mit Digitalisierung erreichen kann. Außerdem hilft es den Unternehmen beim Wachstum, dass Scale Up Denmark eine starke Position als nationale Initiative hat. Wir betreiben außerdem drei Zentren. Wir haben die Möglichkeit, verschiedene Sektoren, verschiedene Branchen miteinander in Kontakt zu bringen. Dabei stellen wir fest, dass Nachhaltigkeit und Digitalisierung für jede Branche wichtig ist. Dank unserer drei Zentren können wir einige der teilnehmenden Unternehmen, zum Beispiel aus dem Bereich Tourismus, mit Teilnehmern aus einer anderen Branche in Kontakt bringen. Das bringt uns neue Ideen, das bringt den Unternehmen neue Ideen und auch den Kooperationspartnern, die uns unterstützen. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten, man bekommt einen frischen Blick auf sein Unternehmen. Es ist eine neue Art, Geschäfte zu machen, von der alle Seiten etwas haben. Going both from the SMEs to the corporates participating, but also going from the corporates to the SMEs.